seid mir gegrüßt an diesem wunderbaren Donnerstag bzw. Sonntag. Es soll mir ein inneres Blumenpflücken sein, eure Fragen zu beantworten im Herzen des wunderbaren Discord-Servers von mir. Und genug davon, ich will mich nicht mit Lego an Lego. Jedenfalls habt ihr mir eure Fragen gestellt und ich werde genau die hier und jetzt beantworten, ihr Schlawiner. Ich habe, by the way, noch keinen Namen für dieses wunderbare Format. Call Catfish könnte komisch rüberkommen, deshalb schreibt mir einfach eure Ideen unten drunter, genauso wie dumme, tolle, sinnvolle, sinnlose etc. Fragen einfach in die Kommentare unten schreiben und das finde ich dann gut. Ich zähle auf euch. Dann würde ich sagen, rein da! Raffi fragt, wer ist eigentlich diese Catfish und warum benutzt er keinen Alblätton? Wer das ist, weiß ich nicht. Und vielleicht benutzt er keine Ableton, weil FL Studio vielleicht einfach besser ist? Denn es gibt wieder YouTube. By the way, was ist eigentlich Alblätton? Haha, Fene will wissen. Was ist das Ziel für deinen Kanal? Ich möchte so viele Menschen wie möglich von Ableton zu FL Studio rüber zu bewegen, um dann mit FL Studio die Welt zu erobern. Wir impfen auch schon kräftig und die Katzenmenschen, die stehen auch schon in ihren Startlöchern. Was natürlich völliger Quatsch ist, ich bin Bill Gates und esse Kinder um. Nein, 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 ich möchte meiner Mutter ein Haus kaufen und in 2 Jahren dann nach Barcelona auswandern und hey, hallo, geht's noch? Ich möchte in 3 Jahren bei Ninja Warrior mitmachen, Songs produzieren können, Rap und auf Social Media bekannt werden. Hierbei nehme ich euch... Jo, wenn man wegen dem neuen PC endlich mit DaVinci editieren kann. Ein richtiges Ziel habe ich eigentlich gar nicht. Ich habe schon viel erreicht. Zum Beispiel eine sehr, sehr tolle Community, durch die ich viele nice Leute kennengelernt habe. Natürlich freut man sich über Likes und Aufrufe, aber wichtig ist mir eine Community, mit der man was machen kann und die am Start ist. Aber die 1000 Abos würden natürlich schon mal gerne reichen. Deshalb abonniert jetzt 5% auf 4 Abos. Wow. Und wenn ihr das Video dann auch noch liked, dann könnt ihr auch noch diesen tollen Stock hier gewinnen. Der wurde schon mal von diesem Vogel hier berührt. Und wenn ihr dann auch außerdem noch das Video teilt, dann... Bitte, was hat dieser Spot jetzt gerade beworben? Verstehe ich nicht. Oh mein Gott, das muss ich haben! Können, wenn wir solche Werbung feststellen, an den Veranstalter herantreten und ihn auffordern, solche Werbung zu unterlassen. Jupi fragt, was für Songs willst du ungefähr in Zukunft machen? Da bin ich gespannt, was noch auf mich zukommt. Aber in Zukunft will ich auf jeden Fall noch aufwendigere Songs produzieren. In alle möglichen Electric-Richtungen. Electronic, nichts mit Electric. In alle möglichen Electronic-Richtungen, die ich vorher noch nie gemacht habe. Aber letztendlich wird alles, was ich feiere, mal drankommen. Und das ist viel. Das könnt ihr mir glauben. Warum? Warum immer so? حب القطط فهي جيد فراكت بس داس اوريغانو فراكت Wie hat das Musikmachen angefangen und wann war die Entscheidung zum YouTube-Kanal? Da muss ich weit ausholen. Das hat's halt schon stehen. Hallo, angefangen hat das alles, als ich vor 10 Jahren mir so eine Ukulele genommen hatte und krächzend durch den Wald gerannt bin. Aber lassen wir das. Als ich 7 oder 8 war, habe ich immer auf diesem weirden Keyboard herumgejammt. Das hatte immer so Presets von irgendwelchen random Sägezahnleads bis hin zu irgendwelchen chinesischen Tröten. Da habe ich dann massenhaft Melodien kreiert, die eigentlich der totale Ranz waren. Ich anno dazu mal aber irgendwie gefeiert habe. Mein Traum war es dann immer, diese Melodien zu loopen und diese in der Art und Weise zu arrangieren. Währenddessen wuchs auch mein Interesse für elektronische Musik und ich fragte mich immer, wie solche Styles gemacht wurden. Mit der Zeit fand ich heraus, dass jeder DJ ein Mischpult vor sich hatte und dachte deshalb, man bräuchte ein Mischpult, um so etwas zu produzieren. Keine Ahnung, wie man da an Sounds kommen sollte, wenn ein Mischpult gibt halt ohne die passende Software keinen einzigen Ton von sich. Jedenfalls entdeckte ich dann mit der Zeit immer mehr die digitalen Möglichkeiten und die App Music Maker Jam, in der man einfach nur voreingestellte Loops an- und ausschalten konnte. Endlich rausgefunden, wie das mit dem Produzieren ging. Doch Moment, wie kommen denn die Sounds in die Programme? Gute Frage. Vielleicht ja durch DJ-Controller. Oder halt durch die deutlich professioneller aussehende Software Music Maker Magix. Die habe ich mir dann runtergeladen, aber mich nicht zurechtgefunden. So ging es eine Weile weiter, bis mir im Bio-Unterricht ein Klassenkamerad von einem Gerät namens LaunchKey erzählt hat. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich habe dann mal danach gesucht und nichts gefunden außer Möbel, weil ich Launch anstelle von LaunchKey eingegeben hatte. Irgendwann erfuhr ich, dass man zum Bedienen eines LaunchKeys eine Software namens Ableton braucht. Und die war teuer. Also halt doch kein LaunchKey, sondern LMMS. Ein ursprünglich für Linux entwickeltes Programm.
Während ich versuchte, mich darin zurechtzufinden, stieß ich durch ein Video von FL Flo auf FL Studio. In dem Video zeigte er, wie Renzo seine Tracks produziert. Also habe ich mir auch FL Studio runtergeladen und der Speicherplatz wurde langsam knapp. Wir befinden uns jetzt vor so ziemlich genau einem Jahr, als ich dann in FL Studio meinen allerersten Track exportiert hatte. Ja, dazu sage ich jetzt halt erstmal nix. Die Zeit verging, ich erlernte immer mehr Sachen in FL, die Tracks wurden besser und immer mehr kam die Idee, auf einem YouTube-Kanal Musik-Content wie der sagenhafte Rezo hochzuladen, da der zu der Zeit ja auch seinen Kanal stillgelegt hat. Da braucht die Welt doch einen, der sowas macht. Okay. Ja, und dann kam der Oktober. Der Beat-Produzent Kuli Beats eröffnete eine Sample-Challenge. Ein Grund, um einen Kanal zu erstellen. Eigentlich hatte ich geplant, mit einem Kanal-Trailer zu beginnen. Und das erst, wenn ich einen Editing-PC habe. Doch daraus wurde nix. Ich dachte mir halt, wenn ich doch jetzt schon ein Video veröffentlicht hatte, dann könnte ich doch einfach weitermachen mit weirden Musikvideos. Daraus wurden irgendwann Challenges, in denen ich Rezo, YouTuber, gesampelt hatte und aus ihnen Songs kreiert hatte. Und jetzt sind wir hier gelandet. Ja, das war die Geschichte meiner großen Musikkarriere und gleichzeitig auch das Ende für das Video. Danke, dass ihr dabei wart. Gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Und ich denke, ich renne jetzt noch ein wenig vor Gurken weg. Bis gleich dann. Tschüss.